Einen wunderschönen guten Tag und besser guten Abend heute zu später Stunde hier. Ein kleiner Ausblick auf die morgigen Besprechungen. Mein Name ist Mike Seidel und wir schauen hier mal in die Handelsideen für den, was haben wir geschrieben? Den 27. November. Das ist also heute und morgen gibt es den Mittwoch Vorausblick als Blogeintrag. Und diesen Blogeintrag können Sie dann in den morgigen Stunden lesen. Die Internetverbindung ist aber heute relativ gut und ich hatte jetzt gerade ein Zeitfenster, nachdem die Märkte auch geschlossen sind und wir mal in die Handelsideen hineinschauen können. Von der Seite her einfach mal hinein. Sascha, um die späte Stunde noch am Rechner, das kenne ich von dir nicht anders, sei gegrüßt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal in die Dinge rein, die mich für morgen hier an dieser Stelle beschäftigt haben. Zuvor noch der Risikohinweis, der Handel mit Devisen auf CFD bzw. Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit machen wir kurz noch den Nachrichtencheck. Was gibt es denn alles am Mittwoch an wichtigen Nachrichten? Da schauen wir einfach mal hier auf die Website von investing.com in die Nachrichten hinein. Und da sehen wir hier die entsprechenden Daten für morgen. Wir bekommen um 8 Uhr den GfK Konsumklimaindex um 11.40 Uhr. Gut, das geht um das Thema 10-jährige Bundesanleihe. Ich denke, das wird die Märkte nicht ganz so stark bewegen. Um 14.30 Uhr gibt es dann aus den USA das Bruttoinlandsprodukt, also das BIP, für das dritte Quartal und um 14.30 Uhr noch die Warenhandelsbilanz auch aus den USA und um 16 Uhr dann die Verkäufe neuer Häuser im Monat Oktober. Sie wissen ja, dass das ein wichtiges Quäntchen Stellschraube für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA ist. Dann gibt es auch noch das Thema der Rohöllagerbestände. Wie jede Woche Mittwoch hier um 16.30 Uhr blicken wir mal rein. Wir haben ja eine Zunahme von 0,7 Millionen Barrel. Mal sehen, was die Märkte machen. Der Öl ist ja weiterhin unter Druck im großen Bild, im kleinen gerade etwas Erholung. Wir schauen mal, was der Markt morgen aus diesen Nachrichten macht. Und dann gibt es um 18 Uhr morgen noch eine Rede von Herrn Powell, dem FED-Vorsitzenden aus den USA. Das wird auch sehr spannend. Da kann es einiges an Impact geben. Das müssen wir unbedingt mit im Kopf haben. Aber ansonsten ist der Tag gut planbar und auch der Dienstag ist ja auch gut vonstatten gegangen. Die Indizes haben an die Vortage angeknüpft. Also das alles in einer guten Regelmäßigkeit hier zu sehen. Wenn die Märkte einmal rumdrehen, dass bei Dingen, wenn die Nachrichten nicht zu schlecht sind, auch einige Tage mit guten Kurssteigerungen mit einherkommen. Aber da schauen wir auch gleich mal rein in die entsprechenden Handelsideen, weil die habe ich ja heute für Sie definitiv auch wieder mit vorbereitet. Das heißt, wir schauen hier mal auf den Nikkei, wir schauen auf den britischen Pfund, japanischer Yen und wir schauen auf den Australdollar, US-Dollar. Und das machen wir jetzt gleich mal hier wieder im Stereo-Trader und dann schauen wir hier gleich mal auf das Währungspaar britischer Pfund, japanischer Yen hier im Tageschart. Ich zoome das mal gerade eben für Sie einen kleinen Weg hinein und dann schauen wir einfach mal hier in die tieferen Zeiteinheiten etwas später, aber kleinen Blick erstmal hier in den Tageschart hinein. Wir sehen hier im Tageschart oben die Marke von 149,674 und etwas tiefer eine Marke von 149,458. Und das ist ein interessanter Marker gewesen. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit mal über den Pfund Yen gesprochen, als wir hier unten noch einmal in diesem Bereich von 142,682 reingelaufen sind, diesen markanten Bereich hier unten. Und der Markt dann hier unten so eine leichte Bodenbildung gemacht hat. Das war sehr schön auch in der Stunde zu sehen und dann deutlich nach oben gegangen ist. Und an solchen Stellen stellt sich dann die Frage, wie geht es denn weiter? Läuft er drüber oder macht er ein tieferes Hoch? In dem Moment jetzt haben wir ein tieferes Hoch und was wir auch haben ist, wir sehen hier entsprechend diese Abwärtsdynamik auch mit da, hier so ein leichter Trend auch nach unten hin gebildet und aktuell haben wir hier sozusagen, schauen Sie sich das an, dieses Dreieck, was wir hier in diesem Verlauf des Charts haben und wenn diese Dreiecke
innerhalb, also diese Form des Dreiecks innerhalb des Abwärtstrends vorkommt, ist das in der Regel ein bärisches Zeichen, was laut Lehrbuch auch sehr, sehr häufig nach unten gebrochen wird. Das heißt, der Normalfall ist der, dass wir den Ausbruch über die Unterseite bekommen. Wenn das Ganze kommt, dann haben wir hier relativ nahe auch wichtige Punkte liegen. Wir haben hier entsprechend mal das Tagestief um die 144.350 liegen von dieser schwarzen Kerze hier. Das davor liegt ein klein wenig tiefer, ein Müh tiefer bei 144.260 und dann hier haben wir schon das Tief dieses aktuellen Abwärtsschubs und das liegt um die Marke von 144 japanischen Yen. Und wenn das dann auch noch weiter nach unten geht, dann sehen Sie ja auch, was wir haben. Dann haben wir definitiv auch die Fortsetzung dieses rot eingezeichneten Abwärtstrends und dann richtet sich der Fokus ganz klar nach unten und dann wird der nächste Test dieses markanten Bereichs hier unten um die 142.682 mit Sicherheit wieder ein Punkt sein, den der Markt anläuft und dann eventuell sogar noch etwas weiter nach unten geht. Das schauen wir mal hier nach unten hin. Haben wir dann auch wieder einige Tagestiefs interessanterweise liegen und dann final hier unten in diesem Bereich, da ist dann das nächste Tief, was man mit anlaufen kann. Und wenn man das sieht, dann sollte man einfach auch mal den Blick in die Woche schärfen oder hineinstellen, um einfach mal zu sehen, was das ist. Und dann haben wir hier halt die Fortsetzung dieses Schubs, was wir auf der Woche haben. Dann setzt sich der Abwärtstrend der Woche sozusagen fort und da kommen dann andere Marken mit rein. Ne? Dann haben wir hier in diesem Bereich wieder ein Korrekturtief des Aufwärtsschubs, den wir hier oben gehabt haben und dann noch ein Stück weit tiefer. Das müssen wir jetzt noch nicht so weit im Blick haben. Für das kurzfristige Trading ist bis dahin noch einiges an Luft, aber die Sachen, die wir hier momentan im Tageschart auch sehen, die weisen schon so ein bisschen darauf hin, dass die Karten eher gemischt werden auf die fallenden Kursen als auf die steigenden. Jedoch müssen wir natürlich auch immer einen Blick nach oben haben, weil es muss ja nicht so kommen, dass wir definitiv unten reinlaufen. Das heißt, bricht dieser Markt trotz alledem, dass dieses ein bärisches Korrekturmuster ist, über die Oberseite auf, kurzfristig, um einfach noch ein bisschen mehr Luft zu holen, das heißt hier in die tiefere Korrektur hineinzugehen, dann entsprechend hier als nächste Marke das Tageshoch im kurzfristigen Bereich, was wir hier oben liegen haben. Das liegt um die Marke von 145.739 und dann hier dieses Hoch des Spikes, was wir hier vorne gehabt haben, bei 145.951. Also das sind dann die Punkte, wenn wir doch etwas weiter in die Korrektur hineinlaufen, da muss der Markt dann erst einmal ran und da schauen wir mal, was wir hier rausbekommen. Fokus allerdings von meiner Seite her eher mit nach unten gesehen. So, das also zum britischen Pfund, japanischer Yen. Dann schauen wir mal auf der Währungsseite weiter noch in den Australdollar, US-Dollar. Kurzen Augenblick, da mache ich mal die Marktübersicht kurz auf. So, Australdollar, US-Dollar, hier haben wir ihn schon, so schnell kann das gehen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir was sehr, sehr Interessantes und zwar an dieser Stelle. Jetzt muss ich mal ganz kurz dieses Feld hier kleiner blenden. So, das will nicht weg. Okay, dann hängt es, dann lass was drin. Ist kein Problem. Wir sehen trotz alledem, was wir sehen müssen hier an dieser Stelle. Und zwar hier schön dieser Supportbereich hier unten um die 070.361, der hat diesen Markt nach oben geschoben. Hier hat sich sehr, sehr schön ein Aufwärtstrend gebildet, der sogar hier über dieses Korrektur hoch oben drüber gegangen ist. Hier dieser Bereich von diesem Hoch, von dieser Kerze bzw. dieser Kerze hier, da haben wir im Hoch den Widerstandsbereich bei 073.038. Und hier sehen wir, dass dieser Aufwärtstrend diese Marke überschritten hat. Das Hoch dieser letzten Bewegung hier lag bei 073.376 und danach schob der Markt wieder nach unten. Hier haben wir schön diesen Stab außen, in dem die Märkte in den letzten Tagen immer wieder hin und her so ein bisschen gelaufen sind. Und trotzdem schafft es der Markt nicht, hier konsequent nach oben zu laufen. Das ist so ein klein wenig ein Zeichen aktuell von Schwäche. Und hier stellt sich jetzt tatsächlich die Frage, schafft es denn dieser Markt wieder nach oben zu laufen? Das heißt, die Kraft zu finden, um den Schub nach oben aufzunehmen. Das heißt, das, was wir jetzt haben, ist das denn tatsächlich nur eine Korrektur hin und her, so ein bisschen über die Zeit? Oder aber ist es tatsächlich ein Zeichen von Schwäche, weil der Markt hier oben an diesem Tageshoch um die 072.778 immer wieder abverkauft? Das ist die Frage, die sich hier jetzt in diesem Bereich stellt. Wenn wir hier
eine Korrektur über die Zeit sehen, dann sollte es hier über kurz oder lang tatsächlich dazu kommen, dass es der Markt schafft, hier über diese Initialkerze, die die erste Umkehr nach diesem Schub nach unten sozusagen eingeläutet hat, das Ding auch zu bestätigen. Wenn wir drüber laufen, dann haben wir die Chancen hier in das Tageshoch oder über das Tageshoch von 0,73004 in diesen Widerstandsbereich hier oben reinzulaufen und dann die 0,73376 nach oben anzulaufen. Dann setzt sich dieser Aufwärtstrend fort und dann könnten wir natürlich hier mittelfristig wieder in diese Bereiche reinlaufen, wie wir sie hier drüben stehen haben, also irgendwas um die 0,737 beziehungsweise was danach noch kommen kann im mittelfristigen Zeitpunkt. Hier oben haben wir auch einige Hochkurse stehen hier um den Bereich von 0,747. Also das sind Punkte, die wir oben drin haben, wenn es der Markt tatsächlich schafft, aus dieser Seitwärtsrange nach oben hin abzubrechen oder auszubrechen und dann nachhaltig auch anzusteigen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn dieses Zeichen von Schwäche, was wir hier momentan am Markt sehen, sich am Markt auch fortsetzt bzw. durchsetzt, dass die Händler eher wieder gewillt sind, Positionen mitzunehmen, dann war das hier oben sozusagen nur ein Fake-Ausbruch, ein kleiner Test. Und wenn wir dann wieder hier drunter laufen, dann sehen wir auch, was kommt. Dann setzt sich hier eine Abwärtsdynamik fort. Die hat den nächsten Haltepunkt hier unter diesem Tief, wenn wir hier drunter laufen, in dem Bereich des Korrekturtiefs bei 0,71635 und wenn das Teil dann tatsächlich nicht hält, dann haben wir hier dynamisch wieder Bewegung nach unten in Richtung dieses Supports hier bei 0,70361. Das also hier im Tageschart zu sehen. Das Ganze, den ganzen Trendverlauf können wir uns natürlich auch nochmal in der Stunde anschauen. Da werden Sie sehen, so viel gibt es da nicht zu sehen. Ah, wir sehen gerade, der Markt will uns hier gerade gar nicht reinlassen. Irgendwie hängt dieser Chart. Gut, technisch ist es so, wenn Sie in die Stunde hineinschauen, ja, dann werden Sie hier innerhalb der letzten 1, 2, 3, 4 Handelstage nichts mehr sehen als eine Range zwischen dieser Oberseite der Kerze bei 0,72778 und der Unterseite dieser Kerze bei 0,72023. Das ist eine Range, ein Ping-Pong hin und her. Kurzfristige Trader können das Ganze natürlich auch nutzen, um von den Extremen in die Gegenseite zu traden. Alle anderen müssen einfach abwarten, bis der Markt hier eine Entscheidung trifft und diese dann entsprechend auch mit nach oben laufen lässt. So, also das mal dazu. Jetzt sehe ich, jetzt ist das Hängen abgegangen. Jetzt können wir doch nochmal kurz in die Stunde schauen und hier ist das, was wir in der Stunde sehen. Hier dieses Ping-Pong zwischen diesen beiden Linien oben und unten. Das lässt sich halt gut hin und her traden, wenn man unten einsteigt und nach oben geht, beziehungsweise von oben nach unten tradet in die normalen Bereiche wieder hinein. Das ist spannend. Aber wie schon gesagt, wer das Ganze traden möchte, was ich gerade vorgestellt habe, etwas nach oben oder nach unten im Tageschart, der muss halt einfach wirklich warten, bis sich die Dynamik entsprechend fortsetzt. Und das, was wir hier sehen, ist momentan eher Dynamik etwas nach unten. Sonst würden wir hier nicht die fallenden Hoch sehen und hier die fallenden Tiefs. Also hier bleibt es auch sehr, sehr spannend. Auf alle Fälle ist das ein Drehpunkt und das wird sich in irgendeiner Art und Weise mit Sicherheit auch mit auflösen. Und damit kommen wir zur dritten Idee für den Mittwoch. Und zwar schauen wir hier mal rein in den Nikkei. Ich hatte es ja schon gesagt, die Aktienindizes, gerade in den USA, die haben sich heute doch recht wacker geschlagen, haben die positive Dynamik vom Montag entsprechend auch noch mitnehmen können. Und wir schauen uns mit diesem Hintergrund einfach jetzt mal den Nikkei an, JP225, das Kürzel, was wir hier an dieser Stelle auch mit haben. Und ja, das Ganze ist jetzt halt interessant aus Tagessicht. Warum ist das interessant? Wir sehen hier jetzt sozusagen entsprechend einen Markt, der, jetzt haben wir hier den Tag ganz genau, einen Markt, der hier, wir sehen das selbst, wir haben hier schön diese starke Abwärtsdynamik mit nach unten laufen. Hier in diesem Chart, den Sie jetzt sehen, fehlen momentan aus irgendwelchen Gründen die Markierungen, die ich gemacht hatte, aber das ist kein Problem. Im Blogbeitrag sehen Sie das ja dann auch. Wir haben jetzt hier entsprechend immer noch den Abwärtstrend anlaufen. Ha, schauen Sie mal hin, da sind Sie wie von Zauberhand, haben wir Sie da, dann kann ich ja diese Linie löschen. Wir haben jetzt hier den japanischen Yen, hier der Abwärtstrend, den wir sehr, sehr schön haben. Und die interessante Situation, die wir jetzt hier sehen, ist folgende. Wir haben hier am gestrigen Tag beziehungsweise am Dienstag Aufwärtsdynamik gesehen. Ne? Am gestrigen Tag, also am Montag sozusagen, ist jetzt hier dieser Aufwärtstrend entstanden, den ich hier blau markiert habe. Und dieser Aufwärtstrend hat dann mit seinem Schub sozusagen hier gestern und heute diesen kleinen untergeordneten Abwärtstrend negiert. Und hier haben wir jetzt tatsächlich auch die Chance, so ähnlich wie ich das im S&P 500 oder im Dow Jones auch schon erklärt hatte,
dass wir hier ein zweites Bein innerhalb der Korrektur, also innerhalb des Schubes nach unten sozusagen das zweite Bein bauen konnten. Na, hier das erste Bein mit dem Tief um die Marke von 20.000, knapp 800 Punkten. Und jetzt hier das zweite Bein. Tief ist hier momentan bei 21.168. Wenn das klappt, ist das sehr, sehr schön, weil dann sehen wir hier entsprechend auch die Kurse noch weiter nach oben laufen. Wir sehen hier einiges an Potenzial. Hier die Kerze ist da. Wenn die weiter nach oben läuft, na, dann wäre der kurzfristige nächste Anlaufpunkt mal hier dieses Tageshoch, was wir von hier drüben haben, bei 22.317 Punkten, beziehungsweise hier das nächste, was dann schon wieder an diesem Widerstand oben läuft, da haben wir das Hoch bei 22.400 und knapp 90 Punkten, bevor wir dann reinlaufen. Und wenn dass das Beispiel wird, was ich gerade auch erwähnt hatte, dass wir hier tatsächlich ein zweites Bein in der Korrektur sehen, das heißt eine W-förmige Bewegung nach unten oder beziehungsweise eine W-förmige Korrektur, dann schafft es der Markt hier drüber, über diese Marke von 22.579 Punkten und dann spielt der Markt genau das Spiel, was wir auch für eine mögliche Jahresendrallye brauchen, mit Blick nach oben. Dann schauen wir hier, haben wir einige Anlaufpunkte, die wir nach oben noch mitlaufen können, wenn wir dann hier zum Jahreshoch um die 24.500 Punkte auch mit ansteigen können. Also das auf der positiven Seite. Auf der anderen Seite kann dieser Markt natürlich jederzeit korrigieren. Ne? Wenn man mal diesen kleinen Rahmen hier auch anschaut, den wir hier drinnen haben, dann kann der Markt natürlich erst einmal innerhalb dieses blauen Aufwärtstrends etwas zur Korrektur ansetzen. Da müssen wir erst einmal schauen, was passiert denn hier am Tageshoch von dieser Kerze. Das Low sozusagen, das haben wir hier liegen. Ich ziehe es mal ganz kurz rein. Entsprechend hier unten rauf, da haben wir hier das Tagestief bei 21.522 Punkten und dann haben wir hier noch dieses kleine Trendtief bei 21.432. Das ist eine Marke, die kann hier durchaus einmal angetestet werden, ohne diesen Aufwärtstrend kaputt zu machen. Bricht der Markt allerdings wieder ein, sehen wir also am Markt doch keinen schönen Schub zum Jahresende, sondern erst einmal wieder Verkauf von Stärke an den Märkten. Dann muss man einfach schauen, wenn wir hier unten drunter durchbrechen, dieses Tief hier unten mal anzulaufen, was dort passiert bei 21.168. Und wenn das bricht, dann rutscht natürlich wieder der Fokus auf der Unterseite hier unten bei 20.790, also knapp 20.800 Punkten in den Fokus. Hält das nicht, gibt es hier unten 20.300 Punkte in etwa die nächste Linie als Anlauf. Da müssen wir erstmal warten. Es schaut positiv aus. Das heißt, wenn wir hier in dieser Dynamik bleiben, dann sehen wir das auch sehr, sehr schön, was hier aktuell im Stundenchart passiert. Da hilft der Blick in die Stunde wirklich sehr, sehr schön. Und wir sehen hier in der Stunde wirklich eine schöne Dynamik nach oben. Ich zoome das mal ganz kurz etwas kleiner für Sie. Also hier haben wir mal den Aufwärtsschub nach oben gehabt. Und hier sehen wir sehr, sehr schön das Ganze, was in der Stunde passiert ist. Hier Bewegung, Korrektur. Hier hat es den Markt rausgeschoben. Das war ein Fake. Hier die Korrektur. Und wenn es jetzt weiter hier oben drüber läuft, dann sehen Sie, dann setzt sich dieser Aufwärtstrend sozusagen fort. Also rein technisch ging es ja hier hoch. Dann sehen wir jetzt hier an dieser Stelle Korrektur. Und wenn sich das Ganze dann nach oben hin fortsetzt, dann haben wir die Fortsetzung dieses Aufwärtstrends. Und den können wir dann sukzessive auch als Trade-Parameter nutzen, um in den kleineren Zeiteinheiten entsprechend hier mit hinein in die Märkte zu gehen. Also das einmal zu den entsprechenden aktuellen Handelsideen. Und ja, da sehen wir auch, was dann entsprechend heute bzw. am Mittwoch an den Märkten für Sie gehen kann. Das einmal die Handelsideen, die ich Ihnen hier entsprechend auch eingeblendet habe. Zu später Stunde, heute noch am Dienstag. Aber ich denke, es wird Ihnen nutzen, wenn Sie es gleich morgen früh auch schauen. Dann wünsche ich allen einen angenehmen Handelstag. Sascha, danke für deine Nachricht. Ich habe die schon gelesen. Ich schaue mir das Ganze, wenn ich dann wieder zu Hause im Büro bin, an. Da kann ich alles ganz normal auch runterlesen. Also allen, die das Ganze hier anschauen, einen schönen Handelstag. Ich versuche mich hier an der See einfach mal ein bisschen zu entspannen, aber ganz kann ich die Märkte dann doch nicht so loslassen. Deswegen auch die Blog-Einträge hier jeden Morgen. Also allen einen schönen Handelstag und bis zum morgigen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss, Ihr Mike Seidel.